Hallo und herzlich willkommen zu Teil 13 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy. Oh. Und wir haben... Ah, eine Nachricht von Little Jacob. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das Symbol von ihm auf der Map. War das vorher auch schon? Was geht ab, Nico? Ich hänge gerade mit Real Batman. Ah, ja klar. Mit Real Batman ab. Der ultimative Don. Komm bei mir vorbei. Easy LJ. Ja, könnte ich mir glatt vorstellen. Aber vielleicht gehen wir erstmal Klamotten kaufen und die süße Michelle ausführen. Das war auf jeden Fall so mein Plan. Sagt mal, war das schon immer so, dass der Klamottenladen direkt neben unserer Bude war? Kam mir irgendwie nie so vor. Wieso haben wir eigentlich unsere Brille nicht mehr auf? Haben wir die eventuell verloren? Stiefel? Turnschuhe. Ich weiß nicht, vielleicht... Oh nein, jetzt habe ich die falsche Taste. Doch, das geht so auch. Wunderbar. Ja, graue Sneaker passt doch total zu uns, finde ich. Camouflage Arbeitshose. Oh, grüne Arbeitshose. Ja, Arbeitshose finde ich ja jetzt eigentlich nicht so doll. Trainingshose. Ah. Erstmal weglegen. Gibt es hier vielleicht noch was anderes? Auch eine Daunenjacke. Nö. Also ich weiß echt nicht. Geht gar nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, wir brauchen mal einen anderen Laden. Die Jeans haben wir schon. Besitze ich schon, ja. Ey, es ist echt alles nicht so doll. Aber egal, wir kaufen mal was Neues. Looks good. Das freut mich. Ich wollte jetzt hier gerne bei den Brillen nochmal gucken. Hatten wir diese? Ich weiß es gar nicht mehr. Die ist super. Oh nein. Ich hab sie weggelegt. Vielleicht habe ich die beim letzten Mal auch weggelegt und gar nicht gekauft. Was haben wir hier? Kopfbedeckungen. Aha, ja, herrlich. Nee. Gut, weglegen. Oh Mann, ich muss ja sagen, ich bin allmählich schon ein bisschen heiß darauf und gespannt, wie es hier mal mit anderen Umgebungen aussieht. Wenn wir mal hier aus Hove Beach rauskommen. Ich würde jetzt mal versuchen, die Michelle für ein Date zu erreichen. Mal gucken, ob das klappt. Michelle, it's Nico. Are you doing anything? You want to meet up? Yes. Pick me up in an hour. Okay, see you in an hour.
Ja, nice. Vielleicht können wir es ja bald mal bei ihr versuchen. So, da stelle ich mir jetzt tatsächlich nochmal das Navi. Wobei ich eigentlich glaube, dass ich den Weg drauf hätte. Nein, doch. Ah, ist, okay, whatever. Also ich glaube, ich hätte es so hinbekommen, aber egal. Jetzt haben wir das Navi gestellt. Dann fahren wir auch so. Ja, mal gucken. Ist ja jetzt, glaube ich, das vierte Date, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich heißt es doch in den USA, dass man nach beim dritten Date, dass man da sein Glück versucht, oder? Aber ich hatte das Gefühl, dass unsere letzten Dates eigentlich immer in die Hose gingen. Was aber auch, wobei ich mich aber auch täuschen kann. Nice to see you. Come on, let's go. Okay, irgendwohin, wo sie Spaß hat. Das ist ein guter Punkt. Da habe ich nämlich eigentlich keine Ahnung. Autowaschanlage wohl eher kaum. Burgershot. Cluckin' Bell. Aber hier war doch eine Bar auch und ein Restaurant. Ich würde jetzt mal mit ihr zum Restaurant fahren. New car? I like it. Is that a new top? Very nice. Are those shoes new? They're great. They really suit you. Hoi. Das läuft ja erst rein. So. Dann schauen wir mal, ob Restaurant das Richtige ist. Also in die Bar traue ich mich jetzt gar nicht. Das ist ja beim letzten Mal in einem riesigen Besäufnis unsererseits geendet. Aber Restaurant ist interessant, das hatten wir auch noch gar nicht bisher. Ja, mal gucken, was sie davon hält, aber wir müssen ja mal was ausprobieren. Ah. Wenn das nicht gelogen war, dann ist es doch schon mal gut. Okay. Oh, es war jetzt, I am such a pig. Was? How's Mallory? We haven't spoken in a while. Good. Aha. Good. She's a great girl. I really like her. Me too. Nice girl. Yeah, she's done well. She comes from a very poor background. No, I come from a poor background. You people don't know what poor is. Hey, I'm sorry. By our standards, she comes from a rough part of South Bohan, full of crooks and killers. I imagine she knows some very dangerous people. And she's so normal. Yes, really normal. I really like okay. her. Okay. And I think I like you. Thank you. My pleasure. Okay. You're na, ich glaube, das war ganz gut, was wir jetzt gemacht haben. Ich wäre fast versucht, jetzt mal das Glück zu versuchen. Okay, ich drück mal Eingabe. You going to invite me upstairs for coffee or something? Sure. I like you. But let's be careful, make sure no one gets burned. Great. We'll have fun. Ah, scheint ja zu funktionieren. Oh, that's great. Speak up a little. Oh, tell me interesting things. Oh, that's think she under. Oh, großartig. Ja. Das wird gleich abgespeichert. Auch noch ein Erfolg eingeheimst. Ja, diese Sache mit diesen Erfolgen, das bringt einem ja irgendwie gar nichts, oder? Ist halt irgendwie so ein Stempelchen unter den Hausaufgaben, ne? So, aber jetzt mal Serious Business. LJ. Ich stell mal lieber das Navi, ich weiß nicht genau, wo der sich befindet. Guck
gucken wir mal, was der für uns hat. Oder was der Batman für uns hat. Oder die beiden. Hey man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what going on there, sir? Some boy does a beat off the door. Some boy does a call himself Nico, say he want to see a road boy. Nico? I'm a boy that Batman, man. Yo, free up the boy, man, yo. Your boy that? Yeah. Sure. That, come on, yo. Come on, come upstairs, go talk to me, careful and thing, man. Unglaublich. Unglaublich. No, it's okay. Yeah, man, see, it's a, hey, don't worry, man. Watch what you're doing, you know. See how your boy over there, son, Nico. Go deal with him soon. Oh, I'm Nico. You all right? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy around with bad man, you know. I'm going to ask you a favor. Go on, no? Hey, my youth. Some boy them dip on the corner and thing, and the boy them sell some things and thing, and I go on and I say, oh. Them don't want to give me my money and thing, and every corner of my corner, and want my money and thing, you know. I'm not sweat I go, you know. I want to deal with the case proper. You know, see? All right. Let me explain. The business thing are going down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting them in. Okay. So when you go down there and deal with them, see? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth? You worry about cheap? We now worry about cheap, you know. The boy them dip on the corner, me say the boy them other things on my corner that and thing and I say every corner on my corner thing, I'm gonna write that to the boy them wanna say, oh, they wanna give me my money. Oh, something for go on with that. Alright, hear me now. What man is saying is the boy them are some novice, see? You go find him when you go up on the corner of Alpha and South Bowhan. See? When you go down and say, you go see and just deal with them, see? And you'll find out how them work, alright? Alright. All right. You want some of that spliff, yeah? No, thanks. You sure? I'm sure. All right, respect. Mayo, pass me some of that thing we have over there, sir. All right, yeah. All right, King. Okay. Crazy, crazy. Das ist unglaublich. Ich muss ja gestehen, ich habe nicht gedacht, dass Batman wirklich existiert. Ich habe halt gedacht, das wäre die Stimme in seinem Kopf. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob mich das beruhigen soll oder nicht, dass er wirklich existiert. Eigentlich beruhigt es mich, glaube ich, nicht. So. Wo ist denn das verdammte Axt? War ganz schön weit weg, die Ecke. Ah, hier waren wir aber schon mal, oder? Irgendwie, das kommt mir bekannt vor. Oder täusche ich mich? Krass, nee, über diese Brücke sind wir noch niemals gefahren. Krass. Wow. Okay, heißt das, wir kommen jetzt in einen anderen Stadtteil? Wow, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Wow. Wow, ja, sorry, ich fahre ja schon. Wow. Wow. Boah. Wow. Okay. Wow. Wow. Oh nein. Cash. Naja, damit haben wir kein Problem. Ey, ist das krass. Ist das krass? Was ist aus Liberty City geworden? Ja, doch, wir kommen durch noch. Gut.
Have a nice day. Nee, wie krass. Ja, wie gesagt, ich habe ja hier vor GTA 4 noch GTA 3 gespielt. So lustig, ne? GTA 4, GTA 3. Aber die liegen ultra weit auseinander. Naja, wie auch immer. Aber GTA 3 Liberty City und GTA 4 Liberty City, also wow. Schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Leute. Oh, das ist aber echt hier ein bisschen übel. Okay, perfekt. Das ist gut. Und da vorne kommt jetzt auch die Ecke. Ist ja wieder eine interessante Gegend, wo wir jetzt hier gelandet sind. Gerade noch der Blick auf die Großstadt, die fetten Hochhäuser, wo alles nach Reichtum und Kohle aussieht. Und hier sieht es aber schon wieder ganz anders aus. Okay. So, was wartet hier auf uns? That's some good shit. You done cleaned me out. Yo, I'm all out of product. Dropping in to pick some up. Be ready. Mal gespannt, ob das gut geht. Weiß nicht, wenn er mich jetzt bemerkt, wäre natürlich schlecht. Der Knarre in der Hand, das wird nicht so, nicht so vertrauenserweckend sein, Roman, ey, kann doch nicht wahr sein. You want to shoot some pool? This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. Ja, danke. Ob das jetzt gescriptet war oder in Anführungszeichen Zufall? Weil das fände ich extrem cool, wenn in solchen Situationen die Anrufe dann also wenn Nico dann Ausreden für die Anrufe zur Hand hat. Ist ja schon wieder fast ein bisschen billig, dass wir den halt hier auf der Karte verfolgen können. Hier durch? Ja, tatsächlich. Moment, jetzt muss ich aber gerade mal schauen. Der ist über die Straße gegangen, ne? Der ist vorne wieder rausgegangen. Oder wie jetzt? Okay, puh, das war schon knapp. Oh. Im Apartment-Block. Ah, hier drin. Aber nicht, oder?
Sehr schön hier. Es ist ja auf jeden Fall nett, dass man hier immer so eine Meldung bekommt. Aber diesen Annäherungsanzeiger von den älteren Teilen, den fand ich doch immer noch ein bisschen vielversprechender. Da geht's gar nicht rein. Hier vielleicht? Auch nicht. Dann bleibt uns nur noch eine Tür. Oder nee, Quatsch, der ist noch weiter oben. Vermaledeit. Okay, aber er hat sich ja noch nicht beschwert, dass wir zu weit weg sind. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Who's this cracker? You let him follow you? Don't fuck with me! Okay, das geht zur Sache. Was war soweit jetzt okay? Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Puh. Tell Batman that I got rid of the competition. Righteous. The corner belongs to I again. And nobody gonna fuck with I's corner no more, no thanks. One love, Nico. Geil. Das ist ja schon wieder total super. Ja, absolut großartig. Aber ich habe, glaube ich, kein Interesse, jetzt hier runter zu springen. Ne, schade. Ich dachte, jetzt hier geht's weiter runter. Na, okay. Gut, dann müssen wir hier runter. Da kamen wir ja auch her. Schon wieder. Alright, my man Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? It's a funny thing you should mention that to my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I and I. He wants to know if you want to deliver some package around town to some various people and things in the city. Plenty of car and that for you, you know. That sounds good. Wicked, man. Give out a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, Bridget. Okay. Interessant. So, unser Auto werde ich definitiv nicht mehr wiederfinden. Da müssen wir uns jetzt irgendwie was Neues besorgen. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, und dann ganz wichtig Navi stellen. Ach, wir sind da auf der Insel quasi, wo auch der Stripclub ist. Interessant. Okay. Ja, abgefahren. Abgefahren. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Schießereien immer so gut für uns ausgehen, aber das hat jetzt echt sehr, sehr gut funktioniert. Da kann man nur sehr zufrieden sein. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt mit Little Jacob weitergeht. Das, was er uns jetzt am Telefon mitgeteilt hat, das klingt ja eher so nach Gelegenheitsaufträgen. Also im Prinzip so, wie wir bei Roman anrufen können, um Taxi zu fahren. So können wir jetzt halt für den Little Jacob auch Aufträge machen. Es ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Letztendlich wird da wohl Geld bei rumspringen. Ich habe im Moment gar nicht so das Gefühl, dass wir das unbedingt brauchen.
Wäre es vielleicht glatt interessanter, bei Faustine dann mal weiterzumachen? Es wird uns auf jeden Fall auch in der Story eher weiterbringen, als Taxi zu fahren oder Päckchen zu verteilen. Die Nachtmüllabfuhr. Wobei es mich noch nicht mal wundern würde, wenn es die in New York wirklich gäbe. Ich könnte mir vorstellen, dass man nachts eher durchkommt durch die Stadt als tagsüber. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Ich war auch noch nie in den USA. Überhaupt bin ich nicht viel rumgekommen in der Welt bisher. Also zumindest nicht aus Europa raus. Ist aber auch immer ein ganz schönes Türchen hier, so. Ist auch immens viel größer geworden, Liberty City. Ja, aber das verwundert ja auch nicht weiter. So, hier müssten wir doch jetzt eigentlich wieder in unserer Straße sein. Ja, da ist der Klamottenladen. Cool. Zwei erfolgreiche Missionen. Wird das so weitergehen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Irgendwann wird es bestimmt wieder kniffliger. Aber für den Moment würde ich erstmal sagen, yeah. Wir haben eine Freundin, wenn man so möchte. Little Jacob und Batman sind begeistert. Und bei Faustine, naja, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Kleidung wechseln? Nee, hatte ich jetzt nicht vor. Spiel speichern schon eher. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und sage dann mal bis bald in Liberty City. Macht's gut. Ciao.